So, wir sind hier auf der Yalta European Security Conference in Kiew und Präsident Zelensky hat gerade hier als erster gesprochen, hat eine sehr emotionale Rede gehalten. Er hat noch einmal die Kursk-Offensive verteidigt, hat gesagt, das ist Teil seines Planes, eben diesen Krieg zu gewinnen. Er hat aber auch gesagt, dass die Situation in Pokrovsk weiterhin schwierig ist, also im Osten des Landes. Und er hat einmal mehr die Partner aufgefordert, eben der Ukraine die Waffen zu geben, die sie braucht, um sich zu verteidigen, um auch den Krieg zu gewinnen. Zum einen hat er davon gesprochen, dass es mehr Flugabwehr auf jeden Fall braucht, auch mehr Artillerie, Granaten für seine Armee. Und zum anderen hat er gesagt, er braucht unbedingt diese Genehmigung des Westens, den Russland anzugreifen zu dürfen. Also russische Basen, Luftwaffenstützpunkte beschießen zu dürfen. Es gab ja einige Medienberichte, dass diese Genehmigung bereits erteilt wurde, aber das hat er nicht bestätigt. Er hat gesagt, er braucht das unbedingt. Er ist weiterhin in Gesprächen, er könnte die Ergebnisse noch nicht mitteilen. Und er hat am Ende sehr emotional und fast, muss man sagen, in Tränen gesagt, wenn wir das hier nicht gewinnen, dann war das alles umsonst, dann war dieser ganze Krieg umsonst, dann gewinnt ein Mann, Wladimir Putin, nämlich diesen Krieg gegen die ganze Welt und er hofft sehr, dass diese Situation nicht eintreten wird. Auch dieses Jahr wird die Yalta European Security Conference von der Viktor Pinchuk Foundation organisiert, auch natürlich bezahlt. Und wir sind hier im Zentrum von Kiew, allerdings in einem Bunker, das heißt unter der Erde. Der Grund ist nicht nur die Gefahr eines Angriffs auf Präsident Zelensky, sondern der Grund ist vor allem, dass es immer wieder Luftalarm gibt in der Stadt. Und man müsste eben in den Luftschutzkeller, sollte man über dem Boden sein. Deshalb sind wir in einem Bunker unter der Stadt und versuchen das hier von hier aus so möglichst sicher, diese ganze Konferenz eben mit zu verfolgen. Präsident Zelensky wurde auch gefragt von einem Journalisten hier, wann er denn seinen Plan, seinen großen Plan zur Beendigung dieses Krieges vorstellen würde der Welt. Er hat abgewiegelt, hat gesagt, zuerst muss Präsident Biden den erfahren, denn das habe er ihm versprochen. Er wird dazu in den nächsten Tagen schon in die USA reisen, wird erst Präsident Biden diesen Plan vorstellen und er hat dann ganz klar gesagt, er möchte mit beiden Kandidaten reden. Er möchte also mit Kamala Harris und mit Donald J. Trump reden, die ja beide Präsident werden wollen und er wird beiden diesen Plan vorstellen. But I think what is good that there are not too much points. And all the points depend on decision of Biden. Not Putin. Not Putin. You see, not only you smart. That's why I really think that it can help. It can help. I can't give 100% that it will stop Putin, no, but it will make Ukraine stronger, more stronger, and I think push Putin to think about how to finish the war. I think so. Hier auf der Yalta European Security Conference in Kiew sind auch zahlreiche deutsche Vertreter eingeladen worden und anwesend, so zum Beispiel aus dem Verteidigungsministerium, aus dem Außenministerium und anderen Ministerien, aber auch aus zahlreichen Denkfabriken und auch aus dem Parlament, sowohl aus dem deutschen als auch aus dem Europäischen Parlament haben wir Leute hier anwesend, von denen wir mit einigen sprechen konnten und sie vor allem zu der großen Zelensky-Rede hier heute befragen konnten. An diesem Tag ist Kiew eine ganz normale europäische Hauptstadt. Die Sonne scheint, die Menschen laufen auf der Straße. Luftalarm gibt es glücklicherweise während des Tages nicht. Und so können wir den sicheren Bunker der Konferenz verlassen und uns in der Stadt etwas umsehen. Also ich finde, Zelensky hat heute eine sehr kämpferische Rede gehalten, aber aus einer Verzweiflung heraus. Also er hat den Kampf der Ukraine gegen die Armee Russlands letzten Endes runtergebrochen auf einen Kampf eines Mannes, der diese Ukraine führt, gegen halt Russland. Und was immer so mitschwang, war ein bisschen die Enttäuschung darüber, wie wenig er unterstützt wird oder beziehungsweise die ukrainische Armee unterstützt wird von den westlichen Verbündeten. Deswegen, kämpferisch war sie, aber es war nicht eine kämpferische Rede aus einem Optimismus heraus, sondern es war eher eine kämpferische Rede aus einer Verzweiflung heraus. Mir hat Präsident Zelensky den Eindruck vermittelt, dass er Zuversicht ausstrahlt. Er setzt ganz offensichtlich sehr stark auf sein demnächst stattfindendes Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten. Und ich habe den Eindruck, als ein früherer Botschafter in den USA, ich kenne mich da ja ein kleines bisschen aus, ich habe den Eindruck, dass man natürlich im Gespräch mit Joe Biden auch die Überlegung nutzen möchte, dass dies die Wochen und Monate sind,
in denen Joe Biden das zusammenbaut, was man die Legacy nennt, also seine Hinterlassenschaft. Und er wird ja bestimmt nicht als ein schwacher Präsident in Erinnerung bleiben wollen, sondern als ein eher starker Präsident. Deswegen glaube ich, und ich glaube, das ist auch das, was Präsident Zelensky denkt, dies ist ein guter Moment, um auf der amerikanischen Seite nochmal sozusagen, darf ich das salopp ausdrücken, einen Nachschlag zu bekommen, einen kräftigen Nachschlag, um so gerüstet zu sein, dass wenn es dann mal zu Verhandlungsmöglichkeiten kommen sollte, dass man dann aus einer Position relativer Stärke und nicht relativer Schwäche operieren kann. Ich glaube, der geheimnisvolle Siegesplan, den er uns nicht vorgestellt hat, aber angekündigt hat und den er zuerst richtigerweise erst einmal mit dem Präsidenten Biden und mit anderen Politikern besprechen möchte, ist natürlich etwas, was alle sehr neugierig gemacht haben. In der Tat, ich habe das Gefühl, alle warten auf neue Ideen, neue Visionen. Was sind die nächsten Schritte? Vielleicht nicht nur den einen Schritt, sondern was sind die 3, 5 Schritte, die dann kommen? Sehr viel wird über den Sinn und vielleicht auch die Fehler von Kursk gesprochen. Da sind auch die Meinungen unterschiedlich. Für mich ist wichtig natürlich auch, was passiert in diesem Winter. Was passiert mit der Energieversorgung? Auch dazu hatten wir jetzt gerade eine Runde mit vielen Zuständigen. Und hier sind wir in Europa auch in der Verantwortung, uns auch darum mit unseren ukrainischen Partnerinnen und Partnern zu kümmern. Denn die Beschädigungen, die Russland jetzt zurzeit an der ukrainischen Infrastruktur im Energiebereich hinterlassen hat, die sind viel größer als noch vor einem Jahr. Wir haben einen sehr ernsten und auch düsteren Zelensky erlebt. Und ich glaube, dass er recht hat. Viele Partner kündigen Lieferungen immer wieder an und lassen sich dafür feiern. Aber die Lieferungen kommen hier gar nicht an oder nur schleppend. Und die Situation ist entsprechend. Und viele Politiker, auch bei uns, sagen immer Dinge, die sich gut anhören, aber folgen dann nicht mit den Dingen, die notwendig sind. Und wenn die Patriot-Systeme immer wieder erwähnt werden, aber nicht hier sind, dann sterben eben Menschen. Wenn die Ersatzteile nicht geliefert werden für Schützenpanzer und Kampfpanzer, dann können die nicht an der Front eingesetzt werden. Und ich glaube, Zelensky hat recht, wenn er unsere Bräsigkeit und unsere Langsamkeit anspricht. Und die Frage ist, kommen wir da raus? Und er will mit Präsident Biden darüber sprechen. Da fängt sicherlich alles an. Aber ich glaube, er hat sich nicht nur an Biden gerichtet mit dem, was er gesagt hat, sondern an uns alle. Also es sieht sehr stark danach aus, dass wir jetzt in eine entscheidende Phase eintreten. Also wir haben ja sozusagen die Operation in Kursk. Wir haben russische Vorstöße im Donbass, die, wenn man sich anschaut, was Russland erobert im Donbass von der Geschwindigkeit her, schneller ist als das, was wir in den letzten Monaten gesehen haben. Und es ist natürlich nicht klar, ob die Ukraine in der Lage ist, Kurs zu halten. Also von daher, glaube ich, ist das schon eine entscheidende Phase. Er fährt nach Washington und wird einen Plan vorlegen, allen, also nicht nur Biden, sondern auch den beiden Präsidentschaftskandidaten. Und ich fand das Interessante, was er gesagt hat, war, dass letzten Endes, ob dieser Plan realisiert werden kann oder nicht, gar nicht von Putins Zustimmung abhängt, sondern davon, dass die USA die richtigen Entscheidungen trifft und auch der Kongress die richtigen Entscheidungen trifft. Das klingt alles sehr stark nach nochmal alles auf eine Karte setzen, um den Versuch zu unternehmen, auch eine Wendung auf dem Schlachtfeld herbeizuführen. Präsident Zelensky hat eben gerade gesagt, dass die Kursk-Offensive gerechtfertigt sei, dass es aus ganz verschiedenen Gründen eben wichtig sei. Er wurde dann auch gefragt, hat es etwas mit Pokrovs zu tun? Er hat gesagt, die Geschwindigkeit hat sich etwas verlangsamt seit der Kursk-Offensive. Wie sehen Sie das aus Ihrer Perspektive? Es ist noch früh. Es ist noch sehr früh, das zu beurteilen. Bisher muss man leider sagen, hat Russland keine großen Truppen aus dem Gebiet Pokrovsk in das Gebiet Kursk verlegt. Wir sehen, der Beschuss ist etwas weniger geworden, die Gleitbomben sind etwas weniger geworden. Also es gibt schon eine gewisse Veränderung. Aber möglicherweise stehen wir auch erst am Beginn der Veränderung. Russland hat jetzt, so Präsident Zelensky, mit der Gegenoffensive begonnen. Und die Frage wird sicherlich sein, kommt Russland da voran? Haben die Ukrainer noch Überraschungen parat? Und muss Russland dann weitere Truppen von anderen Frontabschnitten abziehen? Wir wissen das vielleicht erst in einigen Wochen.
Lassen Sie uns kurz noch nach Deutschland kommen. Sie haben von der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen. Sie sind nicht nur Botschafter in den USA gewesen, sondern haben auch ganz viel diplomatische Erfahrung in Deutschland. Wenn aber Herr Zelensky jetzt so sehr in die USA schaut, also sehr weit schaut, über Europa hinweg, über den Atlantik hinweg, in die USA und dort seine Hoffnungen draufsetzt, ja, was sagt das über die europäische und auch die deutsche Unterstützung im dritten Kriegsjahr mittlerweile? Also der Präsident hat mir ausdrücklich, ohne dass ich danach gefragt habe übrigens, ausdrücklich nochmal gesagt, erstens, er habe ein sehr gutes Gespräch mit dem Bundeskanzler vor wenigen Tagen in Frankfurt geführt. Zweitens hat er sich, obwohl ich dafür gar nicht zuständig bin, bei mir für die Tatsache bedankt, dass Deutschland hinter den USA Nummer zwei bei der Unterstützungsleistung, auch der militärischen Unterstützungsleistung ist. Und drittens haben wir in der Tat auch besprochen, ob und wie wir gemeinsam die nächste Münchner Sicherheitskonferenz, dann ist ja schon ein neuer amerikanischer Präsident im Amt, egal ob Harris oder Trump, ob und wie man diese Konferenz nützen kann im Sinne der jetzt begonnenen Debatte über Friedenskonferenzen. Da gab es ja schon mal Birkenstock, jetzt wird über eine Nachfolgekonferenz nachgedacht. Für mich stellt sich die Frage, kann die Münchner Sicherheitskonferenz hier eine nützliche Rolle spielen als eine informelle Plattform, bei der ja viele ohnehin da sind und wo man auch hinter den Kulissen viele ohne großes Aufsehen viele Gespräche führen kann. Darüber haben wir intensiv gesprochen und ich denke, wir werden alles tun, um der Ukraine auch dort zu einem guten und hoffentlich in Richtung eines Kriegsendes weisenden Konferenzverlauf zu verhelfen. Herr Ischinger, ich danke Ihnen für das Gespräch.